Hallöchen, Freunde, willkommen zurück bei Nerd7 Tech. Ich bin's, Ronny. Auf unserem Hauptkanal habt ihr mit Sicherheit schon unser Büro Mystery Gadgets Format gesehen. Da haben wir ja Roidme Eva vorgestellt. Also die Roidme Eva ist ja ein weiblicher Name in dem Fall. Es ist ein, ich nenne es mal eine eierlegende Wollmilchsau, denn wir haben hier einen Saugroboter mit Lasereinheit und einen Wischmopp auf der Unterseite, die rotieren. Wir haben eine Ladestation, Absaugstation und Reinigungsstation in einem. Und das Ganze ist aktuell noch in einer Crowdfunding-Kampagne in Indiegogo verfügbar, kostet ungefähr $699. Das ist zumindest der aktuelle Preis, wenn man dieses also Crowdfunding mitnimmt, dann kommt man immer ein bisschen günstiger. Der Straßenpreis soll später so bei um die 1000 Euro liegen. Wir haben uns den jetzt die Woche schon mal angeguckt und wollen euch natürlich sagen, ob der auch sich lohnt für das viele Geld, was man dafür bezahlen wird. Also, wie gewohnt, es ist natürlich ein Saugroboter, wie er so im Buche steht. Lasertechnik obendrauf, habe ich schon gesagt. Das Ganze besteht natürlich aus Kunststoff. Hier ist jetzt kein Glas drauf oder ähnliches, also sieht relativ schnöde aus, nenne ich es mal. Die Absaugstation sieht man schon, ist riesengroß. Also da braucht man wirklich auch ein bisschen Platz irgendwo in der Wohnung oder wo man das auch mal hinstellen mag. Auch die besteht aus Kunststoff. Alles samt ist sehr gut verarbeitet, hat mir gut gefallen. Da gibt es jetzt keine Ecken oder Kanten, wo man dran rummeckern müsste oder mosern muss. Von der Optik her, wie gesagt, ist es ein sehr, sehr wuchtiges, großes Gerät. Das weckt auf jeden Fall Interesse, wenn da jemand drüber stolpern sollte. Und beim Saugroboter, gehen wir auch direkt kurz auf die Optik ein, sehen wir, dass der zum Beispiel nicht ganz rund ist. Also der Innenkreis schon, aber die Außenkanten sind ein bisschen eckig, ändert sich jetzt oder ändert ja eigentlich nichts an der Funktion, aber das vielleicht eben mal kurz zum Äußeren. Die Absaugstation hat ein Display, auf dem ich auch alles sehen kann, was gerade passiert. Das heißt, wenn der Lüfter, der hier unten mit drin ist, um das Ganze dann auch zu trocknen, was den Wischmopp angeht, dann sehe ich hier oben ein kleines Symbol. Wenn ich am Laden bin, sehe ich ein kleines Symbol. Wenn der Saugroboter reinfährt, gibt es eine momentan noch englische Sprachausgabe. Das wird sich vielleicht auch noch ändern. Also man weiß immer Bescheid, was ist, und man kann es halt zusätzlich noch am Display ablesen. Was man da jetzt nicht sieht, ist der Stromverbrauch. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ansonsten gibt es hier oben auch Touchbereiche, um dann im Prinzip unabhängig der App zu sagen, wische jetzt, reinige, fahr zurück, starte oder was auch immer. Das könnt ihr dann direkt hier oben mitmachen. Und das eigentliche Highlight ist dann quasi unter dem Deckel versteckt. Das hat jetzt nichts mit der chinesischen Sprache hier zu tun, sondern dass einerseits hier ein Staubbeutel drin ist, der 3 Liter umfasst und dann entsprechend für einiges an Zeit reichen sollte, wie quasi der Saugroboter dann entleert wird. Andererseits haben wir oben einen Frischwassertank drin, der ein Fassungsvermögen von 4 Litern hat. Genauso wie den Schmutzwassertank, der ebenfalls 4 Liter aufnehmen kann. Und hier sieht man auch, der war schon unterwegs, Flocken schwimmen drin rum. Und auch damit kann ich schon eine ganze Weile mit haushalten und meine Bude mehrfach auch täglich reinigen lassen. Was den Staubbeutel angeht, das ist jetzt nochmal ein anderer als bei den anderen Roidme-Geräten. Ich kann den auch nicht wirklich ohne benutzen. Das heißt, ich muss hier auch ein bisschen die Folgekosten mit in Betracht ziehen, weil so die Beutel natürlich entsprechend kosten. Was den Lautstärkepegel beim Reinigen, Absaugen angeht, sind wir bei 84 Dezibel. Das heißt, das wird kurzzeitig mal ziemlich laut. Aber auch da unterscheiden sich die jetzt gar nicht so von anderen Geräten, weil die meisten Absaugstationen, die tun einmal kurz auf, saugen den Saugroboter leer und danach ist auch wieder Ruhe. Im besten Fall ist man ja gar nicht da. Was die Pflege angeht, muss man natürlich auch noch mal ganz ein kurzes Wort mit drin verlieren. Es gibt hier eine Plastikeinlage und man sieht schon, die ist ein bisschen schmutzig. Die kann ich natürlich einfach unter fließend Wasser reinigen, weil der Mops, der dann hier drin sich dreht oder gereinigt wird, hinterlässt auch noch ein bisschen Schmutz. Das kann ich dann hier einfach so machen. Ich kann natürlich auch mit dem Lappen nochmal durchgehen, das Ganze ein bisschen reinigen, um das ein bisschen sauber zu machen. Und dann ist das quasi das schon mal das, was ich euch zu der Absaug-, Ladestation und Reinigungsstation sagen kann. Ich habe schon gesagt, er ist etwas anders von der Optik, der ist nicht ganz rund. Aber auch hier haben wir Bedienelemente zum Beispiel, um den an- und auszuschalten, um zurück nach Hause zu fahren oder den reinigen zu lassen. Der Laserturm misst natürlich wie üblich dann immer das Umfeld und es gibt noch einen TOF-Sensor nach vorne hin, der ebenfalls dann für die Hinderniserkennung mit zuständig ist. Dann haben wir natürlich einen kleinen, in dem Fall tatsächlich kleinen Staubbehälter. Genau, dafür jetzt leider eine Angabe, wie groß der ist. Man sieht aber schon, es ist quasi nur so eine kleine Ecke mit einem HEPA-Filter drin und einer Staubschutzklappe. Da passt jetzt nicht so viel rein. Ein ganz großer Unterschied zu den anderen Saugrobotern, die wir schon getestet haben, ist nicht nur, dass der Behälter ein bisschen kleiner ist, sondern dass der Saugroboter keinen eigenen Wasserbehälter hat und sich sozusagen auch nicht nachgefüllt werden muss. In der Reinigungslade- und Absaugstation wird der Mop auf der Unterseite nämlich befeuchtet. Dann fährt er rum, das kann man in Zeitintervallen einstellen, 6, 9 und 12 Minuten, wann er denn wieder zurückfahren soll, um die wieder zu reinigen und nochmal neu zu befeuchten.
Damit entscheidet sich natürlich auch die Laufzeit. Das heißt, so 150 bis 200 Quadratmeter kann man schaffen. Je nach Verwinkelung der Bude ist es natürlich unterschiedlich. Ihr müsst es aber quasi mit einkalkulieren, dass er immer wieder zur Station zurückfährt und dann quasi einmal den Mob auf der Unterseite dann auch reinigt. Das kleine Tool zum Saubermachen liegt hier natürlich auch mit bei. Reset-Knopf gibt es natürlich auch. Und ansonsten, wenn wir jetzt hier das nach vorne schauen, sehen wir dann quasi nicht viel, aber da ist quasi der TOF-Sensor drin. Eine richtige 3D-Erkennung oder Hinderniserkennung in dem Sinne hat das Gerät nicht verbaut. Dürfte der eine oder andere vielleicht hier schon in dieser Preisklasse bemängeln. Auf der Unterseite sehen wir dann das nächste Highlight und zwar hier diese rotierenden Mops-Aufsätze. Mit 180 Umdrehungen pro Minute drehen die sich. Man sieht auch, die sind schon ein bisschen schmutzig. Und das Ganze ist auch mit einem gewissen Anpressdruck gesegnet und zwar 1 Kilo. Das heißt, wenn ich den umdrehe, drückt das Gewicht des Saugroboters ungefähr 1 Kilo mit auf den Boden. Und so ist die Reinigung doch schon recht effektiv und gut, je nachdem, was man für einen Schmutz hat. Wir haben eine Silikonbürste, da verfängt sich das Haar schon so ein bisschen, man sieht es. Das kann man aber relativ leicht reinigen. Das ist auch nicht das Problem. Und ansonsten sieht die Unterseite eigentlich genauso aus, wie man es kennt. Absturzsensoren, die gut funktioniert haben. Linksseits quasi ein Reinigungsarm. Hindernisse kann ich auch zu 2 Zentimetern wieder überfahren, was die Räder angeht. Auch die sind gummiert, also Navigation und Fahren auf Teppich und Co. funktioniert auch gut. Also das ist jetzt im Prinzip nichts Neues. Und ja, was den Akku angeht, 5200 mAh, auch das ist der Standard. Und ansonsten haben wir natürlich noch diese Reinigungssaugleistung, die liegt bei 3200 PA. Also auch ein bisschen gesteigert im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Und ansonsten, wie gesagt, englische Sprachausgabe, eine deutsche gibt es noch nicht. Das dann erstmal zum Roboter. Ihr habt die Möglichkeit, 2 Apps zu benutzen. Einmal die Xiaomi Home App oder auch die Readme App. Und je nachdem mag das ein bisschen anders aussehen. Wir haben die Readme App jetzt benutzt für die Navigation und zum Reinigen und haben den damit bei uns im Büro durchgejagt. Was die Navigation angeht, jo, das macht er gut. Er eckt aber ganz gerne mal an. Das heißt, er fährt gerne auf Kontakt und berührt Gegenstände. Er fährt sie nicht um, aber der ist so ein bisschen kontaktfreudig. Das machen andere Sauger ein bisschen besser, weil die halt einfach nochmal die 3D-Hinderniserkennung haben und ein bisschen anders abgestimmt sind, was die Software angeht. Aber umgefahren, kaputt gefahren und irgendwas hat er nicht. Hier gleich nochmal den Hinweis, ihr müsst natürlich Kabel, Katzenspielzeug, Kopfhörerkabel und so natürlich wegräumen, weil sonst verfängt er sich da drin und dann kann er auch nicht mehr reinigen. Dann schreit er auch ganz laut um Hilfe, wie sagt er in dem Fall in Englisch. Ansonsten ist er von der Navigation eigentlich sehr gut, sehr präzise. Er fährt, wenn man die App zum ersten Mal öffnet und den zum ersten Mal fahren lässt, einmal natürlich die Außenbereiche ab, um zu sehen, wo kann er denn hinfahren. Er fährt auf Teppiche rauf, wenn ich das möchte. Es hat eine Teppicherkennung. Und mit der Teppicherkennung kann ich sagen, okay, mit den rotierenden Mops auf der Unterseite soll er nur ranfahren, aber nicht auf den Teppich fahren. Ich kann aber auch sagen, er soll drüber fahren, er soll dann die Saugleistung erhöhen, das funktioniert auch. Grundlegend ist dieses Gerät natürlich dafür konzipiert, dass man halt Hartböden, Holz, Fliesen, Parkett oder ähnliches natürlich reinigt und wischt und saugt und nicht unbedingt über Teppiche fährt, weil Teppiche bringen dann den Nachteil, dass kleine Flusen mit aufgenommen werden, die setzen sich dann auf der Unterseite mit ab, die setzen sich hier mit dem Reinigungsbereich mit ab, da muss man ein bisschen mehr nacharbeiten. Ansonsten aber, wie gesagt, was das Navigieren angeht, gab es keine Probleme bei uns, der Absturzsensor hat funktioniert, das heißt, er ist nicht die Treppe runtergefahren und ähnliches, kam auch wieder vernünftig zur Ladestation zurück. Währenddessen sollte der Akku mal alle gehen, lädt er auf, fährt danach einfach weiter. Auch das wird immer kommentiert. Zwischenzeitlich kann ich dann halt auch sagen, okay, du sollst bitte mal reinigen. Das kann man auch anhand der Größe des Raums festlegen, an der Wohnung. Das funktioniert gut. Da gab es jetzt keine Probleme. Wie gesagt, nur die Erkennung der Hindernisse, die ist jetzt nicht ganz auf dem Niveau, wo sich hier der Preis gerade befindet. Ich habe schon gerade mit angesprochen, die Teppicherkennung funktioniert sehr gut. Auch bei unseren Dünnteppichen im Büro hat der Sauger das erkannt und ist quasi nur ein Stückchen drauf gefahren, sodass der Wischmopp quasi den Teppich nicht berührt hat, dreht dann wieder um und fährt dann den Bereich ab, den er reinigen soll. Das klappt wunderbar. Was die Wischleistung angeht, haben wir hier, wie gesagt, 1 Kilo Anpressdruck und 180 Rotierungen pro Minute. Damit kriege ich also einen ganz normal verschmutzten Boden definitiv erstmal sauberer, als wenn ich dann nur einmal mit dem Sauger rüberfahre oder das vielleicht aufkehre. Ein leichter nasser Film wird immer mit rübergezogen, das trocknet aber relativ schnell weg. Wie gesagt, Zeitintervall 6, 9 oder 12 Minuten kann ich in der App einstellen. Wenn ich wische, dann fährt er zurück, reinigt sich und fährt wieder los. Das dauert ein bisschen länger. Gesetz des Falles, man ist nicht zu Hause, stört einem das sowieso nicht. Dann reinigt der und man kommt nach Hause und sagt, jo, blitzeblank, gut gemacht, mein Junge. Ach nee, meine Dame, ist ja Eva. Das passt auch. Wischen in der Form, was stark eingetrocknete Flecke angeht, wird schon ein bisschen schwierig. Da reicht das dann auch nicht mehr aus. Ich kann vielleicht da eine Spotreinigung machen, dass der mehrfach an dem Bereich reinigt, aber bis der dann das durch hat, bis dahin hätte ich dann meinen Handfeger oder meinen Wischlappen auch schon in der Hand gehabt, um das wegzumachen. Eingetrocknete Kaffeeflecke, frische Flecken, die flüssig sind, die nimmt er mit auf.
Man kann natürlich oder könnte natürlich jetzt auch so Ketchupflecken oder so mit aufsammeln. Allerdings ist hier das Problem, dass der hat natürlich dann das in seinen Mob drin hat. Der verteilt das dann höchstwahrscheinlich auch gut weiter. Wenn vielleicht noch eingestellt ist, der soll über Teppiche fahren, dann habt ihr sowieso verloren. Dann ist der nämlich auch eingesaut. Und andererseits ist es so, der hat ja keine Möglichkeit unterwegs, den Wischmob zu reinigen. Das heißt, da müsst ihr dann erst wieder zurückfahren, um das dann sauber zu machen. Ob dann aber quasi der Mob auf der Unterseite so sauber ist, dass da keine Ketchupflecken mehr drin sind, dafür würde ich die Hand nicht ins Feuer legen, weil dafür wird es zwar gereinigt, aber das ist halt nicht so, als würde ich einen Wischmopp irgendwo in einem Eimer auswringen und den richtig sauber machen und dann wieder drüber gehen. Das darf man jetzt nicht gleichsetzen. Das ist halt einfach immer noch ein Gerät für eine Grundreinigung, um sich selbst ein bisschen Arbeit zu ersparen. In dem Fall auch so, dass halt quasi der Staubbehälter entleert wird, dass das hier oben drin landet und ich halt einfach mal meinetwegen 4, 6, 8 Wochen, je nachdem, wie viel Dreck ich in der Bude habe, dann einfach nichts machen muss, sondern einfach nur sagen muss, alles klar, ich fülle den Wassertank nach oder entleere den Schmutzwassertank, weil es aufgebraucht ist oder voll ist und mehr muss ich nicht machen. Ne? Irgendwann den Staubbehälter austauschen und das war's. Aber wie gesagt, von Reinigung sind wir eigentlich zufrieden, das hat gepasst. Ladezeiten sind bei 4 oder 5 Stunden, Reichweite 150 bis 200 Quadratmeter, je nachdem wie verwinkelt eure Bude ist und wie oft ihr jetzt einstellt, wie oft ihr denn zwischendurch mit dem Wischen denn zur Station zurückfahren soll. Ich habe es mehrfach schon erwähnt, weil das ist auch ein Punkt, der natürlich mit wichtig ist. Der fährt nicht kontinuierlich durch und sagt so nach einer halben Stunde, ich fahre mal wieder zurück, weil ich fertig bin. Gesetz des Falles, der Akku ist alle, lädt er auf und fährt danach weiter, reinigt sich wie gesagt immer, wird auch alles, wie gesagt, im Display mit angezeigt. Also das funktioniert schon gut. Was noch ein Satz zu dem Wischmopp und der Lüftung. Man hört so ein leichtes Surren und man sieht auch, dass wir ungefähr so zwischen 5 und 30 Watt Verbrauch haben, also 30 Watt beim Beladen und im Standby hat das Gerät ungefähr 5 Watt Verbrauch. Man hört ein leichtes Surren, man merkt auch so einen kleinen Luftzug, aber wenn der Mob ein bisschen zu nass ist, dann ist der nächste Morgen auch noch nass. Grundtrockenheit kann man da vielleicht reinbringen. Ich persönlich würde aber sagen, lieber abmontieren, draußen hinlegen, dass der vernünftig an der Luft abtrocknen kann, als dass er hier drin steht, vielleicht noch eine Wasserpfütze mit drin ist, das ewig dauert und vielleicht doch Schimmel oder Geruch entwickelt. Da würde ich lieber Vorsicht walten lassen, weil Flüssigkeit und diesen so ein Mob, irgendwann stinkt es halt. Und da ist der Lüfter nicht stark genug, um zu sagen, ja, der bläst das Ding jetzt richtig trocken in 2 Stunden, sondern der ist halt einfach ein paar Stunden später immer noch ein bisschen klamm und feucht. Und das ist jetzt nicht die optimale Lösung. Da müssen die Entwickler, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Know-how reinstecken. Vielleicht wollen sie aber auch den Stromverbrauch ein bisschen geringer halten, das kann ich nicht beurteilen. Aber grundsätzlich hat man daran gedacht, dass das passiert, aber es reicht halt eben noch nicht immer aus. Ich habe es ja gerade mit angesprochen, es gibt eine App, die ist eigentlich sehr einfach gehalten. Nicht wundern, hier oben steht noch ein chinesischer Schriftzug drin, das ist quasi noch der Readme, wie er im Chinesen geschrieben wird. Kann man auch ändern, wenn es einen stören sollte. Ansonsten drücke ich hier drauf und sehe dann auch meine Karte. Ich kann die Karte auch drehen, wenn mir die Orientierung nicht ausreicht. Dann sieht man auch, alles klar, das ist Büro, das ist Flur, Kais Büro, vorne Flur, da Küche. Das passt. Im unteren Bereich sehe ich dann Staub sammeln, wischen, Beginn der Reinigung, aufladen, starten. Ich habe ein paar mehr Punkte, um zum Beispiel verbotene Bereiche, virtuelle Wände einzusetzen. Ich kann die Zimmereinteilung verändern. Ich kann die beschriften, ich kann die zusammenführen, ich kann die trennen, ich kann die löschen. Ich kann das Ganze zurücksetzen. Also ist eigentlich sehr einfach umgesetzt. Ich sehe das Reinigungsprotokoll. Ich habe eine Kartenverwaltung, wenn ich mehrere Karten abspeichern möchte. Hier aber nochmal den Hinweis. Klar kann er natürlich auf mehreren Ebenen saugen und auch Karten abspeichern. Die Frage ist, ob er jedes Mal dieses Monster dann in die andere Etage schleppen wollt, damit ihr auch einen Start und einen Endpunkt habt. Wenn jetzt nur der Sauger von A nach B gestellt wird, orientiert er sich eh neu, weil er eh keinen Startpunkt hat und da helfen mir höchstwahrscheinlich die abgespeicherten Karten auch nicht so viel. Aber theoretisch Etagenreinigung würde auch funktionieren. Ansonsten gibt es noch Nachrichten, benutzerdefinierte Reinigungssequenzen, da kann ich dann sagen, alles klar, Raum 1, Raum 2, Raum 3, so soll das machen. Das funktioniert, wollen wir es nicht speichern. Es gibt Firma-Updates, Verbrauchsmaterialverwaltung, das heißt, hier sehen wir alles klar, Filterblende, Seitenbürste, mittlere Bürste, Sensoren und so weiter, wie die dann gerade sind. Ich habe eine Zimmeraufteilung, die kann ich hier oben nochmal machen. Ich habe auch Bereiche, die ich dann reinigen kann. Ich kann in die Karte reinzoomen, kann den Bereich dann natürlich dann auch besser auswählen, zum Beispiel hier vom Schrank bei uns im Büro und so weiter. Dann kann ich den dann auch starten lassen. Ich kann natürlich auch eine punktuelle Reinigung machen. Das ist halt eben quasi das, was ich gesagt habe. Wenn ich darauf klicke, dann geht er auch hin. Ich kann auch zum Beispiel einen Zeitplan eingeben, wo ich dann sage, okay, der soll um die Zeit an dem Tag in dem Modus dann reinigen. Und hier kann ich dann auch einstellen, dass er halt nicht nur wischen soll oder kehren und wischen soll, sondern auch nur kehrt, also nur saugt. Das kann ich aber nur in diesem manuellen Modus von der Zeitsteuerung einstellen. In allen anderen Bereichen ist es halt so, dass ich zwar sagen kann, jo, kehren und wischen oder nur wischen oder die Saugleistung, aber ich kann nicht sagen, er soll nur saugen. Das ist ein bisschen umständlich, finde ich ein bisschen schade, aber das Konzept steht mit Sicherheit so, dass man halt wischen und saugen soll. Und wer jetzt natürlich überwiegend Teppich in seiner Wohnung hat, der wird sich dieses Gerät wahrscheinlich auch nicht kaufen. Und ansonsten seht ihr schon, die App ist in Deutsch übersetzt, es gibt keine Probleme, also ich denke, das passt, hat sich auch gut bedient, intuitiv eigentlich, wie man so schön sagt.
da gibt es jetzt eigentlich nichts, was zu mosern ist. Die eierlegende Wollmilchsau ist nicht ganz perfekt, muss man sagen. Wie gesagt, dass man nicht einfach in der App sagen kann, ich möchte jetzt nur saugen. Das, ja klar, wenn ich den Wischmopp abmache, macht er das wahrscheinlich eh, das erkennt er dann auch. Aber wenn ich das halt eben vermeiden will, dieses Umbauen, dann ist es ein bisschen umständlich. Ansonsten, App funktioniert, Reinigungsleistung ist gut. Man darf, wie gesagt, nicht erwarten, dass er stark eingetrocknete Flecke auch noch wegbekommt. Auch wenn ich sage, reinige an dem Platz oder in dem Raum zweimal, dafür reicht das dann doch nicht aus. Anpressdruck, wie gesagt, ist höher als bei den meisten anderen Saugern. Also das klappt gut, Navigation klappt gut, Hinderniserkennung ist auch gut, aber nicht auf dem Niveau, wo wir uns hier preislich gerade befinden. Das passt, aber wie gesagt, vom Endergebnis und am Tagesende ist es so, ist die Hütte sauber? Ja, nein. In dem Fall, ja, ist sie und sie ist auch gewischt, also das passt. Tierfell, Katzenhaare, lange Haare nimmt er auch mit auf. Unterseite von der Bürste müsste ich ab und zu mal da nochmal nachreinigen, beziehungsweise halt im Prinzip auch die Plastikeinlage von dem Mob, dass dann da quasi es auch sauber gemacht wird, weil sonst schiebt er den Dreck vielleicht auch wieder von A nach Z. Ansonsten, App ist in Deutsch, Sprachausgabe nur in Englisch. Das wird sich mit Sicherheit mit dem deutschen Release und der Verfügbarkeit auch ändern. Preislich, wie gesagt, reden wir von knapp 1000 Euro, die es dann wohl erreichen soll. Und das ist schon eine Hausmarke. Da würde ich mir wünschen, dass man nicht nur den Lasersensor hat und den TOF-Sensor, sondern auch eine 3D-Hinderniserkennung hätte. Dass zum Beispiel dann auch die Belüftung ein bisschen stärker ist, dass auch der Mob wirklich getrocknet wird. Das ist halt eben nicht so der Fall. Der Saugroboter selbst, wie gesagt, hat keinen Wassertank. Entsprechend muss der mehr Strecke zurücklegen, um den Mob zu reinigen und wieder zu befeuchten. Das muss man halt mit einberechnen. Das machen andere Modelle besser. Die haben halt eine elektronische Pumpensteuerung. Wir pumpen immer wieder Wasser nach unten, bis der Tank leer ist. Der könnte dann zum Beispiel in der Station auch aufgefüllt werden, aber das funktioniert hier leider nicht. Und da ist dann auch der perfekte Übersprung zu der direkten Konkurrenz. Der Roborock S7 V-Max Plus war es. Zum Beispiel funktioniert ähnlich, hat aber zum Beispiel einen Wischaufsatz, der auch vibriert, beziehungsweise auch angehoben werden kann. Das kann dieser hier nicht. Das heißt, wenn er über die Teppiche fährt, dann zieht er den Mob mit hinterher oder beziehungsweise rotiert auf dem Teppich. Und das ist nicht immer die schöne Lösung. Klar kann ich sagen, er meide doch oder vermeide Teppiche. Das kann ich auch in der App alles einstellen. Aber wenn es doch mal der Fall ist, dann ist man mit dem anderen Modell natürlich ein bisschen besser bei. Das kann der nicht. Vielleicht wird das irgendwann auch kommen, aber das ist halt eben eine Technik, die Roborock macht. Da muss ich aber auch sagen, der Roborock kostet in einer großen vollen Ausstattung mit so einer Saugabsaugstation, Reinigungsstation und Ladestation aber eben mal auch locker fluffig 1400 Euro. Das vielleicht mal als Hinblick auf die Konkurrenz, was die vielleicht besser kann, aber was die auch kostet. Grundsätzlich, Roidme macht erstmal alles gut und auch richtig, vielleicht noch nicht perfekt, aber dafür ist es wahrscheinlich auch das erste Modell, was in dieser Kombination arbeitet. Das hat, wie gesagt, seinen Zweck erfüllt, ist eine sehr gute Grundreinigung. Man darf aber das Ganze nicht überschätzen. Das will ich nochmal an der Stelle betonen. Wer jetzt noch ein bisschen schnell ist, kann natürlich an der Indiegogo-Kampagne mit teilnehmen. Da liegen wir bei 699 Dollar. Das sind 619 Euro umgerechnet. Da muss man dann wahrscheinlich dann nochmal die Mehrwertsteuer, Einfuhrumsatzsteuer mit draufrechnen, also 19%. Für Österreich 20%. Damit ist das ein sehr, sehr interessantes Paket. Gerade im Hinblick auf den Roborock S7 Max V Plus, mein Gott, ist das ein Name, der halt einfach bedeutend teurer ist. Und dann wäre das für 600 Euro richtig, also knapp über 600 Euro, ein richtig geiler Preis, ohne Frage. Und da ist der, finde ich, auch sehr gut aufgehoben, weil es halt nicht State of the Art der Technik ist. Ne? Nach dem Ende der Crowdfunding-Kampagne, da sind wir bei etwa 1000 Euro. Wird schwankend sein, mal mehr, mal weniger. Ich hoffe eher weniger. Muss man ein bisschen abwägen, was einem noch wichtig ist an Features oder was man da in diesem Preissegment erwartet. Aber grundsätzlich, wie gesagt, macht man damit erstmal nichts falsch. Der reinigt gut, passt eigentlich alles. Der Boden ist definitiv sauber, als wenn er nur saugt. Und ansonsten habe ich eigentlich keine größeren Punkte mehr auf meiner Liste. Genau, ich glaube, ich habe alles gesagt. Wenn irgendwas fehlen sollte, schreibt es in die Kommentare. Schaut gerne bei uns auf der Webseite vorbei, neuseven.de. Da haben wir auch einen Testbericht zu verfasst, beziehungsweise die gute Jenny. Da könnt ihr auch nochmal gerne nachfragen, wenn irgendwas ist. Ansonsten, Links sind unter der Videobeschreibung. Da ist auch der Link zu unserer Webseite. Und nutzt die Kommentare, Feedback rein damit. Was haltet ihr davon? Findet ihr so eine eierlegende Wollmilchsau? Ja, doch, das war es, was ich gesagt habe, genau. Findet ihr sowas praktisch oder sagt ihr, ach, für mich reicht es, wenn ihr einfach nur reinigt und mal ein bisschen wischt, das ist okay. Ich brauche jetzt nicht sowas Großes, das braucht vielleicht auf Dauer viel mehr Strom und. Schreibt es gerne mal rein. Ich freue mich auf euer Feedback. Und ansonsten würde ich sagen, Instagram, Twitch, Twitter, Facebook, TikTok, da sind wir zu finden, Hauptkanal nerd7.de, Zweitkanal nerd7 Tech, Drittkanal Best of nerd7, Viertkanal die nerd7 Shorts, ne, machen ja alle irgendwie jetzt so, da gibt es dann quasi auch nochmal kurze Videos, wenn ihr Bock habt, folgt, unterstützt uns. Wie gesagt, alle relevanten Links sind eh in der Videobeschreibung, da brauche ich glaube ich nichts mehr zu sagen. Und dann soll es das gewesen sein und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.